Wo bist denn du schon wieder? Ich bin da, wo unser Missionsziel ist eigentlich. Wo bist Ja, denn ich bin du? am Arsch der Welt. Naja, das haben wir schon fast befürchtet jetzt. Aber ich hol mir jetzt einen Das haben wir ja letztes Brummbrumm. Mal gehabt, wo wir Abbruch haben, und dann haben wir es. Ja, dann haben wir Abbruch, genau. Als du im Arsch der Welt warst. So, aber das hab ich gleich. Weil du wieder mal Verbindung verloren hast. Naja. Ah, dachte, er momentan läuft stabil. Ah, ich seh das sogar. Like me. Ach, den Weg hat er noch gar nicht erforscht. Also, los, wir halt nicht wieder im Stich mit deinem komischen Telekom. Oh, wow. Hol dich noch Fang schon, hä? Ja, das war ganz nett. Gern geschenkt. Jetzt hänge ich fest, ja, super. So. Auch gern gesehen, geschehen. So, jetzt wollte ich mal schauen, was da drin ist. Da habe ich letztens schon kurz reingeschaut. Kleine Bar. Sagst du zu meinem neuen Sniper? Hey, Moment. So. Groß. Ewig gedrückt und. Ja, die habe ich ausgerüstet. Warte mal, ich würde da eh mal mein Ding geben noch zum Vergleichen. Die habe ich noch gekriegt. Ja, jetzt muss ich schnell was wegschmeißen, weil ich schon wieder. Mei. Ja, aber jeden Scheißdreck auf. So. Wo sind die jetzt hier? Will die jetzt hier raufkommen oder was? War das ein Lilo nicht? Na, gut, dann. Nicht. Du hast Handsome Jack getroffen? Und du lebst noch? Muss ich die vielleicht erst in die Optionen abholen? Dann Glücksspielautomaten, verdammt. Ich verstehe jetzt nicht, wo die ist. Die habe ich doch ein Foto gesehen, da habe ich aufgekommen. Jetzt warte mal. Ach, ich hab's. Warum hab's ich jetzt schon wieder hören? Warte. Ich hab aber nichts aufgekommen eigentlich. Ja. So. Ich hab die Weiße schon wieder aufgenommen da. Cool, noch nicht aufheben, hä? Die haben mich gebunden, ach. Ne? Das kann sein. Lass ich nur mal was fallen. Na, jetzt. So. Jack nennt uns Banditen. Ich sehe mich nicht als Bandit. Na, kriegst du es wieder. Also, damit das klar ist. Ja, die meisten meiner Waren wurden unter Abenteuren aus den Händen gerissen. Das ist nix. Das ist fantastisch. Wow. Ja, geh halt weg. Muck, ich muss verkaufen, hallo. Ach, das ist einmal ab. Es ist ein guter Tag, voller Möglichkeiten. Erforderliches Level 18, 19, 20. Aha. So, ja dann. Zur Hauptmission leider da. Wo ist da nur Automat gewesen? Mit Grütze fix. Ja, da hinten ist der Hilfeautomat da. Ja, vielleicht ist er Klassen noch drin, was ich brauche. Sirene. Ein Leben in ständiger Todesangst ist trotzdem ein Leben. Schauen wir weiter. Ja, und hat's Nickerchen gut da. Ja, schon. Hab bloß ein wenig gebraucht, bis ich wieder auf dem Damm bin.
Ich wollte eigentlich nicht 3 oder 4 Stunden dort liegen. 2 Stunden hätten mir gereicht. Ja, mei. Steigt das nicht proportional zum Alter? Alter, was für Alter denn? So, diesmal höchstens aber mit den ganzen Gegnern. Nicht wieder ausgehauen. Was soll denn das heißen? Wo bin ich denn abgehauen? Ja, bist du offline bist gegangen? Na, wo wieder nicht wohl auch da, wo nichts gegangen ist. Na, hier war ein gutes Gefühl. Das habe ich halt im Urin. Na gut, hoffentlich tut das nicht weh. Ja. Jupp. Das Feuer beim Bieselnheimer Ding so heidlaft. Müssen wir das. So, jetzt können wir noch lauter Gegner wählen. Dann haben wir ja. Wir müssen das Gerät beschützen. Da. Wir haben nicht viel Zeit, bis Jack bemerkt, dass ich ihm nicht mehr helfe. Schütze den Transmitter. Wo ist schon Schlange hier? Ging ja recht schnell down. Ja, die Sniper ist ja super. Ui, mein SMG. Das war ein bisschen ungenau, aber es geht eigentlich noch. Die Schnellreisestation erhalten. Voraussichtliche Bearbeitungszeit 3 bis 6 Wochen. Nein. Ich verändere ein paar Daten. Mal sehen, ob ich das beschleunigen kann. Angel, was zum Ende machst du da? Ich habe deine Anfrage eine höhere Priorität gegeben. T-Bone Junction kommt sicher ein paar Monate ohne Medikamentennachschub aus. Weit weg. Das ist ein stabil. Du bist mit Unterstützung zufrieden jetzt. Ja, glaubt man schon. Irgendwie haben sie jetzt schon wieder Zeit für. Wahrscheinlich wie. Flex, die Mondingenieure haben unsere Anfrage abgelehnt. Ich sehe mal, was ich tun kann. Schick die Constructors! Ich will, dass diese Bastarde sterben! Jetzt! Ich brauche doch irgendwann noch mal Munition. Oh, da war ein paar Probleme. Was war denn das jetzt? Keine Ahnung, ich weiß auch nicht. So, jetzt muss ich schauen. Schützt du noch einen Schuss abgeben? Ich weiß auch nicht. Was jetzt damit? Zeige sammeln, dass ich Munition kriegt da. Tja, bei mir ist tot die Hose. Ah, bei mir nicht. Die haben sich
Kalt. Irgendwie dann. Nee, jetzt nichts mehr. Die kostet einfach so geschissen, sind wir die nichts mehr dann. Und wenn du jetzt mal auf Karten schaust, da unten ist noch einer. Unten. Folge einfach mir. Ist dann irgendwo da hinten gespawnt anscheinend, oder? Keine Ahnung, ja. Aber ich gehe jetzt doch nicht aus, weil sonst muss man es wieder neu starten wollen. Ich habe der Mondbasis die Sauerstoffversorgung gekappt. Ich schätze, die werden deine Schnellreisestation jetzt ziemlich bald schicken. Verdammt, Angel, was soll das? Das sind die Bösen! Ich hetze dir alles auf den Hals, was ich habe! Alles. Oh, Sarbi abzuhunden. Explodiert. Passt schon. Ich würde schon wieder. Ich muss bloß erst einmal empfinden. Sie schicken jetzt die Schnellreisestation. Geht doch nichts über eine Todesdrohung. Sie ist gleich da. Du musst den Transmitter nur noch ein paar Sekunden lang beschützen. Mach du mal Säureschaden. Säure, Feuer. Gib mir eine Sekunde, dann kalibriere ich sie auf Sanctuaries neue Position. Ey, das ist wieder so ein blöder Reparaturbot. Station kalibriert. Station Sanctuary steht ab sofort als Reisegebiet. Los, schnell! Kehre mit der Schnellreisestation nach Sanctuary zurück. Glückwunsch! Angel, wir beide haben ein Hühnchen miteinander zu uns. Ach, schau mal, was da Neues rumliegt. Oh. Oh, Creme ist auch ein MRS gar nicht mit. Oh, Munition. Granaten hab ich noch nur. Aber die neue Sniper ziehen wir schon gut rein, gell? Allerdings, bin auch zufrieden. Also, hat uns hier gelohnt. Schauen wir, wie viel Level das dauert, bis wir was Besseres finden wieder. Hyperion gratuliert Harriet Levis zur Geburt ihrer Zwillinge. Das Ding haben wir nicht so lang. Ich hab nicht so das Gefühl, dass ich oft Waffen wechselt. Nein, ich eigentlich auch nicht. Und gibt's dummes Gescheites? Ach, nur Kohle. Bisschen Mühe dazu. Achso, wollen wir uns jetzt schauen? Doch, da ist die schöne Waffe. Hey, das war meine. Hundling. Was denn? Naja, Trailer jetzt von Bloodlines 2 gesehen. Nein, noch nicht. Sieht man ein bisschen etwas vom Gameplay. Und? Oh, ich freue mich drauf. Orientiert es mehr vom, wie beim ersten Teil des Gameplay? Gut, ich habe zum ersten Teil nicht so viel gespielt. Achtung, Einwohner von Overlord. Nicht so beurteilen. Da ist ja noch Quest, oder? Was? Ah, stimmt. Was haben wir denn da? Armageddon. Oh, ich finde die Details lustig. Auf meinem Zielfernrohr steht da Patent 5521 Made in Pandora. Okay. Ich habe gerade hochbrisante Ware bei Warnells Armageddon bestellt. Schließlich ist die Konkurrenz mörderisch. Du musst die Sendung so schnell wie möglich abholen. Oh, das ist ja noch. Naja, ich bin mal hier. Kann man überhaupt das spawnen dann? Meine Karren
Sturmbahns. Oh, das ist aber ein schöner Arm. Der muss trainiert haben. So. Ach so. Okay. Den Hobel schon. Zack, halt der auch. Na, sowas hast du ja eigentlich immer so, Zeitdruckmissionen. Ja, war ja nicht unbedingt. Wo sind da hier? Geht's da auf? Nee, da geht's nicht hin. Da geht's ja schon los. Kommst du gar nicht um, ey. Kurz, dann weiß ich zum nächsten Funk hin. Statt wieder Blödsinn zu machen jetzt. Ich möchte doch nicht sagen, aber wir haben da. Oder so. Das sieht man am Metatarsus. Ich kann nichts sagen, aber schaffst du das oder soll ich kommen? Nein, ich schaff's schon. Das war nicht so schwierig. So, das war nicht lang. So, ne, nochmal. Das war lustig. Die X-Kommission dann. Ich glaube ja nicht. Oh, bestimmt, das ist nicht so jemand. Hä? Der zippt dann her. Oh, ich hab mir schon gewundert. Was ist jetzt los? Fantastisch. Jetzt hätte man denkt, die Spur spinnt. Ja, ja. Denk aber, na, bitte nicht. Ja, ich glaube, die Mission kann man vergessen. Oh. Oh, hier kommt Bock auf sowas, ehrlich gesagt. Ja, mit so Zeitreisen. Scheiße. Die Ware ist längst verdorben. Ja, ja. Erst. Wie ist der Uni auch mal zurechtgekommen? Das war jetzt die andere Mission noch. Stalker, Stalker. Ja, wie 15 Stalker. Nein, ich mag jetzt noch Sanctuary reisen, ehrlich gesagt, schnell. Ja, machen wir das fertig. Aber erst nur looten. Warte, Schnellreisepunkt. Aber ist anscheinend wieder drüber. Naja. Oh, sexy Waffe hast. Schau. Da lohnt es ja, dass man ein bisschen da die kleinen Aufträge da erfüllt. Ja, meine, da, wie lange habe ich gebraucht? Ich glaube 20 Minuten insgesamt. Gut, ob man ein paar Sachen cool nicht machen. Ich habe zum Beispiel keinen Twitter-Account und so weiter. Ja, ich habe kein Facebook. Ist das gleiche, aber mein. Ja, Facebook, da habe ich meinen Spam-Account da hergenommen, da schaue ich die am Tag nicht rein. Wenn du leben willst, kauf bei mir. Nur keine Eile. Ich muss mit Kraft noch schnell Muni. Ist ein Sanctuary auch in keiner. Nein. Da gibt's Qualitätsware. Gib deine Spendeorgane bitte. Jetzt warte, was? Also von mir aus können wir. Hast du SMG? Ja. Da ist ein Ding für dich. Aber ich weiß nicht, ob du das brauchst. 60% mehr schon. Nein, brauche ich nicht. Brauche jetzt Sanctuary. Aha. So, da machen wir wieder. Oh, leck mich laut aus, oder für Zeichen. Ach du Kacke. Beruhigt euch alle, ihr seid hier sicher. Was gibt's bei dir für ein edles Getränk? Wasser. Du hast den Whisky ausgesucht oder was? Nein, noch nicht. Na, vielleicht trinke ich halt noch ein bisschen was. Mal schauen.
Ja, sehen wir ja dann. Schauen wir erst mal, wie die Quest weitergeht. Gehen wir rein. Ach, da kommen wir. Weißt du, wo man die Rucksack-Erweiterungen kriegt? Die Stadt ist jetzt vielleicht sicher. Aber was doch, passiert, dem, wenn Hyperion den nächsten Geschoss startet? Iridium oder so was da. Ah, guter Einwand. Ich geh mal ans Echo. Also um 3 Uhr. Also vier, kostet 4 so Iridium, dann das zweite 8, das dritte 12 und so weiter. Dann hört mal, Hyperion, falls ihr vorhabt, Sanctuary vom Himmel zu blasen, dann vergesst nicht, ich kann die Stadt im Handumdrehen hinphasen, wo ich will. Aber wenn ihr noch ein paar Milliarden Dollar mit Mörserschlägen auf uns verschwenden wollt, dann nur zu. Sehr gut. War, irgendwas davon war? Was? Ach Quatsch, es ist ein Wunder, dass ich uns nicht in einem Berg gefaced hab. Oh gut, du bist nicht tot. Seine Art zu sagen, wow, du bist der Hammer, freut mich, dass dir nichts fehlt. Erquickend! Und so, jetzt können wir die vierte Schusswaffe nehmen. Großartig. Klar, sorry. Jetzt schaut gut aus. Wenn es dich nicht gäbe, wären wir alle tot. Und aber wir brauchen einen Plan. Jack wohrt weiter und kommt dem Krieger immer näher. Dann und wir wissen immer noch nicht, wo er den Kammerschlüssel versteckt hat. Hast du wieder heimlich trainiert, ne? Verdammt, du solltest uns doch nie mehr kontaktieren. Würdest du mich bitte ausreden lassen? Klar, hören wir auf den irren Computer, der uns umbringen wollte. Hey, wisst ihr noch, wie sie uns erzählt hat, die Kammer wäre voller Beute? Er ist bei mir. Ich lade den Kammerschlüssel auf. Sprich weiter. Der Schlüssel lädt sich alle 200 Jahre selbst auf. Jack ist geduldig, aber nicht so geduldig. Er nutzt meine Kräfte, um den Schlüssel gewaltsam mit Iridium aufzuladen. Wenn ihr mich findet, findet ihr den Kammerschlüssel. Der Kammerschlüssel befindet sich in meinem KI-Kontrollkern über 1000 Cuts, geschützt durch 3 unpassierbare Sicherheitshürden. Das erste ist ein Feindabschreckungsfeld, das jedes Nicht-Hyperion-Mitglied auslöscht, das passieren will. Feindabschreckungsfeld? Sowas wie eine Todeswand? Es ist ein Feld aus purer Thermoschallenergie, programmiert, um jeden Unbefugten zu atomisieren. Also ja, eine Todeswand. Dahinter liegt die zweite Hürde. Ein Verteidigungsbunker mit den modernsten Hightech-Waffen, die Hyperion sich leisten kann. Das klingt nicht gut. Hinter dem Bunker wartet die letzte Hürde. Eine Tür, die sich nur für Handsome Jack öffnet. Das klingt noch übler. Das ist eure einzige Chance, den Kammerschlüssel zu stehlen und Jack davon abzuhalten, den Krieger zu kontrollieren. Die Zeit wird knapp. Macht, was ihr wollt, aber versprecht mir, was auch passiert, lasst Lilith keinesfalls in meine Räume. Was soll denn das heißen, verdammt? Wollte sie uns in eine Falle locken, hätte sie das Ganze nicht als praktisch unmöglich hingestellt. Wenn wir die Schlampe killen, bin ich dabei. Falle hin oder her. Oh, wenn jemand sie abschalten kann, dann du. Mach dich auf ins Hyperion-Reservat. Ich glaube, ich weiß, wie die erste Hürde zu überwinden ist. Warum sagst du zu mir? Wie schau ich denn aus, hä? Wie ein Alien, hat er gesagt. Aber einen coolen Helm habe ich, hä? Ja. Schaut aus wie ein Horn. Ach, mal Fertigkeitspunkt wieder ausgehen. Du hast schon wieder sauber zwei wieder vorgespäht. Krampf. Ich brauche noch eineinhalb Balken. Ganz zufällig. Hast du irgendwas falsch gemacht dann? Ich weiß schon, was ich falsch gemacht habe. Ich hab nicht gespäht. Soviel zum Thema, ich schau mir bloß die Waffen an. Hm, da werde er erst einmal alle Waffen, was er gekriegt hat, erst einmal 50 Viecher umballert haben. Ich verstehe, dass dein Frust jetzt da in Lügen geäußert. Was haben wir gleich mal so ein Inventar für oder so ein. Ich wusste, dass ich das nicht gesehen habe. Es wird immer Grund zum Kämpfen geben. Wer hat dir meine Adresse gegeben? Den bringe ich um! Geh weg. Das interessiert mich nicht, was du da sagst. Jetzt schleicht die mich zocken, hopp. Ja, so wie du ausschaust, kein Wunder, dass du keinen Mo hast. Ja, ich hört die Ob-
Und solange wir irgendwie im Safe ablegen kannst. Das Wahnsinnige, wo sie. Ach so, das Rucksack, du. Jetzt halt. Rechts da. So ein Angebot des Tages oder was da draufsteht, glaube ich. Mhm. Wir haben uns nie gesehen. Ach, die. Ich glaube, es ist ungelegt. Ja, auf jeden Fall. Hilf dir hoffentlich beim Kill. Schauen wir mal beim SMG-Hub. Safe brauche ich. Neues King gerückt. Was für ein Trottel! Bei der Moxie. Also wieder der Twitter. Ich hab da wieder Kohle verbrossen bei der Moxie. Geh mir aus den Augen! Hau ab! Yay! Was haben wir jetzt in Winterblitz? 120. Geh mir aus den Augen, du Sack! Zwing mich nicht rüber zu kommen, Kater. Wir holen jetzt da mal ein paar Quests. Hey, wenn du nicht gerade nichts vorhast, könntest du mir helfen. Oh, einen Mordfall aufklären. Mhm. Hey, Lust, einen Mordfall zu klären? Ich bin der Marshall hier in der Gegend. Einer von den Gatter-Vierlingen hat den Jungen da drüben abgeknallt. Ich ernenne dich zum Deputy. Hör dich bei Moxie und Zed um und finde raus, welcher von diesen vier völlig gleich aussehenden Dreckskerlen abgedrückt hat. Sonst muss ich alle vier hängen und so viel Zeit habe ich nicht. Okay, haben wir nicht irgendwie besondere Merkmale? Aber was ich jetzt toll finde, ist mit Moxie Retro, bewegen sie jetzt wenigstens die Lippen und Augen. Ja. Jetzt müssen wir jetzt zum Moxie und schauen wir mal, was zu den Verdächtigen zum Song hat. Da Gott sei Dank hat die Sniper einen größeren Zoom, da kann man besser hinzoomen. Die Gatterbrüder? Ja, so einer ist vor ein paar Stunden hier reingeplatzt und verlangte einen sicheren Hafen. Ich sagte, ich kann ihm nichts versprechen. Da ist er giftig geworden. Ich musste zu Ruby greifen und ihm ein paar verplätten. Sein Schild hat die ersten zwei Schüsse geschluckt, aber puh, den letzten hat er gespürt. Ich lass mir doch in meinem eigenen Schuppen nicht drohen. Also ist irgendwo verletzt. Okay. Oh, Baby. Ich glaube, ich mich heute schon den ganzen Tag drauf gefreut. Das merkt so. Ich bin ja dann schon gespannt auf das Übergangs-DLC da. Ja. Ja. Stimmt. Der ist wieder so gut wie neu. Aber das kleine Stinktier hat mir zu viel bezahlt. 6000, 5000 Piepen. Die musst du doch nicht beschlagnahmen, oder? Ich hoffe, du bist geimpft. Hä? Also. So, das bedeutet, das ist also ein reicher Verletzter oder was? Puh. Schau mal. Und ob man mal Verletzung sieht. Ui. Der Bull hat was Schönes gekauft. Mhm. Ein neues Schild habe ich mir gekauft. Mit 1201 Schild. Wow. Das ist einiges. Ne? Was ist das? Wer ist das? Hm. Also vor ein paar Stunden habe ich einen Schuss gehört. Habe ich natürlich ignoriert, bis jemand gekommen ist und mich geholt hat. Ich hab den Jungen blutend auf der Straße vorgefunden, eine einzelne Kugel in der Kehle. Und einen von den Gatterjungs habe ich wegrennen sehen. Tja, mehr weiß ich leider auch nicht. Sie ist dabei kommen. Verletzungen. Blind. Wir sind bereit für dich, Jack. Hm. Das ist wie so zwei Betten nebeneinander und finde den Fehler. Ja. Ach so, ja.
Also der ist erschossen worden, oder wie? Genau, einer von DB4 war's. Laut Moxie. Laut Moxie hat sich einmal eine Kugel verpasst, aber keine Ahnung. Ich gehe jetzt mit dem Zoom einer und schau jetzt einmal. Und der Doktor hat gesagt, der Verletzte hat einen Haufen Kohle bezahlt, mehr als er eigentlich braucht. Ich sehe jetzt auch nichts. Okay, ich gestehe, dass du ein Saftsack bist. Das reicht, Klappe, Gatter. Irgendwas zerrissene Klamotten oder so. Da habe ich auch schon geschaut, aber nicht. Drecksmarschall geht immer dahin, wo ich meinen Zoom hab da. Ah, warte. Nein, das haben sie wohl. Also, Ene Mene Miste, es rappelt in der Kiste. Ich bin noch nicht so weit. Geh mir aus den Augen, du Sack! Lass es, Junge! Wir haben zwar unterschiedliche Ausrüstung, aber. Ich tippe persönlich auf den da. Den. Wir wissen beide, dass den nehmen wir. Knall ihn ab, damit ich weiterarbeiten kann. Den vierten oder was? Lass es, ja. Den zweiten von rechts, der mit der da, wo ich gerade hinschaue. Ist mein Bauchgefühl jetzt. Maxi sagt, er hat zwei Schüsse mit dem Schild abgefangen und der dritte ist dann durchgegangen. Aber du sagst halt nichts. Das ist jetzt mal rein mein Bauchgefühl, ich sag dir. Probieren wir's. Kann ja nicht viel schiefgehen. Du hoch einen Unschuldigen ins Gefängnis zum Henker bringen quasi. Sind alle vier nicht ganz frisch. Was hat denn der für ein Gerät eigentlich da hinten dran? Mit seiner Tasche. Warte. Ich glaube, ich habe es nicht. Nein, doch nicht. Ich mache jetzt einfach. Ja. Okay, wenn du meinst. Ja, ich war's! Aber ich bereue nichts! Tja, gute Arbeit, Deputy. Barlow dachte, er könnte ungestraft einen unschuldigen Mann erschießen. Aber das war ein tödlicher Irrtum. Gut gemacht, warum bist du das auch gemacht hast. Da, ich habe jetzt, wenn der Kugel verpasst hat. Das ist, also ich habe halt auf die Waffen geschaut. Der da schaut aus wie eine Säurewaffen. Ach so. Das ist ein Granatwerfer, was das ist. Da darf er nicht mehr so ausschauen. Ja. War jetzt einmal rein so logisch einmal gedacht. Schlauer Fuchs. Danke nochmal. So, was kriegt man denn da? Revolver, Pistolen. So, kleine Nebenquest erfüllt. So, ah, Gott, jetzt war ich Klump mit Nummer. Das wird der gar nicht. So. Jetzt hast du es zu mir geschmissen, jetzt hab ich sie aufgenommen. Oh Mann, schwarzes Brett. Da wieder. Ja, ein Schatz. Der Mordecai hat einen Schatz vergraben. Aha, okay.
Okay. Also ich weiß nichts mehr. Vor ein paar Jahren habe ich in Moxys Underdome zwei Preise gewonnen. Eine Kiste Beute und Moxie selbst. Den zweiten Preis hat mir Jack abgejagt, den ersten ein Dieb namens Carson. Mir egal, ob ich die Waffen wiedersehe, aber falls du sie willst, musst du Carson in the Dust finden. Ah, dort Moxie Floch gelegt. Frage mich, wie es ist, ich will zurück nach Firestone. Chuck, hast du das Gefühl, du hast zu viele Kugeln, aber nicht genug Geld? Diese Kristallisken sind schon rechte Bastarde, was? Wissenschaftlicher Ausdruck. Wenn du herausfindest, was sie so in Rage gebracht hat, bin ich bereit, dich in barer Münze zu entlohnen. Bildlich gesprochen. Ich werde dir natürlich viel mehr als nur eine bare Münze bezahlen. Mir gefällt einfach die Redewendung. Ab zu den Caustic Caverns mit dir. Was? Hat er so viel Quests offen und er spielt schon wieder. Ich brauche Iridium. Wenn ihr das hört und nicht zu durchgeknallt seid, um zu verstehen, was ich sage, dann kommt nach Sanctuary. Es ist mir egal, was Jack euch erzählt. Oder wie gut geschützt ihr euch fühlt. Die Hyperion-Armee kommt, um euch auszulöschen. Wenn ihr überleben wollt, dann schnappt euch eine Waffe, kommt nach Sanctuary und schließt euch den Crimson Raiders an. Hey! Ich habe einen Job für dich. Jack hat meinen Privatsafe aus meinem Laden gesprengt. Mein kostbarster Schatz könnte bereits in den Händen von irgendwelchen Banditen sein. Du musst zurück zu diesem monströsen Krater und mir meinen Safe wieder beschaffen. Schwierigkeit banal. So, schauen wir mal, was das Tennis für einen Auftrag hat. Du hilfst mir und ich bezahle dich. Ganz einfach. Ja, blaue Waffe kriegt jetzt beim Zocken und nur mehr ein Skin. Es mag Leute geben. Ich gehöre nicht dazu, die Slack-Experimente für unmoralisch halten. Die dir nicht, wie ich, einen Batzen Geld für die Lieferung von Testergebnissen aus dem Hyperion-Reservat zahlen würden. Solche Leute sind einfach nur dumm. Mhm. Ja, Quest City. Gut, da klappt halt nicht da, wo es anscheinend. Oh nein.